Welcher Gang? Bei der Garderobe? Schrecklich romantische Gefühle hier bei der Musik. Hm? Dunkel wird. Dann sieht man auch was. Wenn wir eins in der Schwarz einfach so praktisch. Stimmt. Wir werden auf Tisch. Wir haben super viele Kordel, Schnüre, Draht. Ja, ich warte durch die ganze Zeitung, bis es Zeit wird für die Welt. Ich warte, immer weiter, so lange, bis ein Stückchen Weltraumschrott direkt vor meine Füße fällt. Ich warte auf Katzenganges Lärm, ich warte auf Fische Sang, ich warte auf den einen unbeherrschten Klang. Ich warte, immer weiter, bis es nichts mehr zu warten gibt. Ich warte, weiter, letztendlich auf Musik. Das ist auch so ein bisschen Love Boat, ne? So ein bisschen Love Boat, würde ich sagen. Ne? In der 5. Klasse hatten wir das Buch Frederik. Oder in der 4., ich weiß es gar nicht. Irgendwie so ganz, da war ich noch ein kleiner Pöps. Kennst du Frederik, die kleine Maus? Der immer nur rumhängt und die alle, Mensch, Frederik, mach doch mal mit. Wir sammeln hier jetzt Nüsse für den Wintermann und wir machen dies und wir bauen unsere Höhle. Und Frederik immer, nee, ich blick hier rum und ich tanke hier Sonne und tankt Sonne, lässt sich inspirieren und so. Der ist daran maßgeblich beteiligt, dass sie halt nicht verrecken zum Schluss, weil alle gegangen ist und der Winter zu kalt war und viel zu lang und alles war scheiße, aber Frederik hat sie halt mit seinem Licht und seiner Musik und mit seinen Gedichten und seinen Liedern hat er sie am Leben gehalten. Und da habe ich mir gedacht, wow, geil, ich will auch Frederik sein. Frederik, wow, geil, ist jetzt mein Held. Und dann war ich so wie Frederik und dann musste ich aber immer in die letzte Reihe und durfte nicht mit auf Klassenfahrt fahren und war total scheiße. Das ist halt die Heuchlerei so, ne? So, oder wie mit Robin Hood. Ich werde mich nicht als Robin Hood bezeichnen oder so, ne? Nur so als Beispiel. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sebastian Gotthard. Wir befinden uns heute hier im Krisengebiet Bielenbüttel, Ortsausgang. Hinter uns die B4. Falscher Film. Wir fahren heute nach Neritz. Neritz ist im Wendland bei Lüchow. Ein wunderschönes kleines Rundlingsdorf. Und da fahren wir hin und bereiten ein paar Dinge für die KLP vor. KLP, Kulturelle Landpartie. Eine Freundin von mir hat so ein Truck, kann man nicht sagen, so ein Fressanhänger. Und da werden wir Essen verkaufen. Und ich werde dort eine Ausstellung machen, eine Lichtausstellung. Also den ganzen Hof halt illuminieren. Gucken alle. Ja, hallo, ja, ich bin berühmt. Ja, gefilmt. Komm weiter. Wir können es jetzt auch wieder ausmachen. Wow, 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 wow.
Jetzt links abbiegen, danach gleich die zweite rechts abbiegen, dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen. Auf den Acker. Tankstelle. Oh, die Ladies bestimmt gerne. Das ist so eine Kamerafrau, die verfolgt mich seit Wochen. Der Kamera. Warum willst du berühmt werden jetzt? Die kenne ich doch von deiner Hochzeit. Genau. Ja. Ja. Zum letzten Moment rum. So, stößt mit. Stößt mit. Guckst du? Ja, hier ist viel Platz. Jetzt gibt er auf. Jetzt nicht mehr. Auf, warte. Ja, komm durch. Jetzt aber! Dicker, sag's mal, wir können nichts. Schwierig zu definieren, finde ich. Und wenn man jetzt Licht, ich stelle da ja nichts aus, ich leuchte ja was an, aber eine Ausleuchtung kannst du ja auch nicht sagen. Oder eine Illumination, das, was ist das so? Ne? Das ist, deswegen haben wir Projektion. Ja, deswegen haben wir den Begriff Ausstellung gewählt, wo man ja eigentlich jetzt aufhängt. Ich wurde 1980 in einer Gewitternacht geboren. Als die Wildruden. Ja, als die Wildruden wild korpulierend durch die Lüfte geflogen. Meine Schule war eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin in der 8. Klasse, nachdem ich meine 10 Jahre Schulpflicht voll hatte, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, bin ich von der Schule geflogen und habe dann erstmal nichts gemacht, rumgegammelt und war Punkrocker. Oder ich war es nicht, aber ich dachte, ich wollte es gerne. Ich gehe davon aus, dass meine Kinder das irgendwann vielleicht auch noch sich mal gucken wollen, deswegen gehe ich nicht ganz so tief ins Detail. Irgendwann habe ich meine Schule zu Ende gemacht, habe eine Kochlehre angefangen. Nach dem zweiten Lehrjahr habe ich nach einer ganz wilden, abgefahrenen Nacht mit vielen Freunden, habe ich bei meinem Chef angerufen und gesagt, ich kündige. Und er sagt, ich weiß. Er war ein toller Chef, der fand das alles, er fand mich irgendwie witzig. Bin ich zurück wieder nach Lüneburg, in meine tolle Heimatstadt, habe meine tollen alten Kollegen wieder getroffen, die mittlerweile alle ziemlich im Eimer waren und auch von der Klapsmühle rein raus, und haben wir dann in so einem Einzimmerloch gewohnt in der Altstadt. Boah, das war echt wahnsinnig, die waren alle wahnsinnig, die waren wirklich richtig wahnsinnig, also nicht nur, sondern richtig verrückt. Und ich habe natürlich auch viele veranstaltet immer irgendwelche Partys, Techno-Partys, früher viel Goa-Partys. Das hat mich dann sogar Wasser gehalten, weil irgendwas muss man ja schließlich tun. Und dann bin ich Vater geworden das erste Mal, 2005. 15.05.2005, ein schönes Datum, ist meine erste Tochter geboren. Und da habe ich mir gedacht, denn auch schon in der Schwangerschaft, dass ich mein Leben ein bisschen ändern muss. Und hochheben, weil Heiker da sitzt und ich komme nicht hoch. Ihr könnt die Wippe so gerade machen. Und dann könnt ihr da rauf gehen. Guck mal, was macht Heiker jetzt schon? Probiert das mal aus, das schafft ihr, glaube ich. Dann ist meine Tochter geboren. 15.05. habe ich gesagt, ne? Und ich habe gedacht, ich müsste mein Leben jetzt ein bisschen umkrempeln. Habe dann so ein Straight Edge Dasein geführt, was mir auch echt gut tat. Habe mich dann aber auch relativ schnell von meiner damaligen Freundin, Frau, getrennt. Und habe währenddessen immer noch Veranstaltungen gemacht. Immer noch fleißig. Diesmal war es kein Goa mehr, sondern mehr Techno. Und da haben wir unter Autobahnbrücken, in irgendwie kleinen Kleipen, in irgendwelchen Spelunken,
irgendwo. Die geilsten waren unter der Autobahnbrücke tatsächlich. Die Schilfmusik. Tatsächlich ein sehr großer Meilenstein in meinem Leben war denn, dass ich die meinen aufschweifenden Freundinnenwechsel irgendwie den Rücken gekehrt habe und meine Frau kennengelernt habe, mit der ich jetzt verheiratet bin. Die kriegen's trotzdem nicht hin. Ja, dann muss ich da wohl jetzt mal hin. Buddy, die kriegen's nicht hin. Ja gut, Buddy, komm. Also ich wollte zu Laura kommen, zu meiner Frau. Dann habe ich nämlich meine Frau kennengelernt. Und da hat sie tatsächlich, da erst, mein Leben so wirklich maßgeblich tatsächlich geändert, weil ich da erst so richtig kapiert habe, was es so heißt, so erwachsen bzw. Verantwortung zu übernehmen. Für, nicht nur für mich, sondern auch für alles um mich herum. Aber ich habe einen Tumor gekriegt, einen Krebstumor. Und ich bin nur wegen meiner Laura zum Arzt gegangen. Im Großen und Ganzen hat sie mir mein verkacktes Leben gerettet. Weil, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt tot. Tatsächlich. Der Arzt guckt mir an und sagt, warte, haben Sie das nie gemerkt? So, nee, was denn? Ja, sie haben einen Tumor. Ja, und? Was ist das? Ja, ist nicht so schlimm, können wir behandeln. Okay, haben wir nichts gedacht. Tumor halt, okay, Tumor. Also ich fahre noch die ganze Zeit so locker bei der Sache und dann guckt er mich irgendwann ernst an und sagt, Herr Gott, Sie haben Krebs. Was habe ich? Dann habe ich nur gekackt, einfach stirbt man, Alter. Fuck, Mann, und bin ich aus der Arztpraxis raus. Und wie das so ist, so ein schöner Tag so wie heute, Sonne scheint, ey, durch Lüneburg gelatscht. Man kennt ja auch in seiner Stadt denn viele Leute, aber dass man die ausgerechnet alle an dem Tag trifft, wo du irgendwie so dicken Klüsen und denkst, du musst sterben, durch die Stadt latscht, das ist voll irgendwie ungeil. Ja, wie geht's dir denn? Ja, ich muss nach Hause. Boah, Alter Schwede, war ich im Eimer. Ja, zwei Tage später wurde ich dann schon auch operiert. Tumor raus. Und Buddy gesund, ne? Ja, Krebs ist so eine Sache, ne? Manchmal stirbt man, manchmal nicht. Das ist immer so ein Ding. Hm, ist auch schon 10 Jahre her jetzt. Ich lebe noch. Und so, man sagt so, wenn man 10 Jahre lang nichts hatte wieder, dann ist eigentlich auch erstmal der Drops wahrscheinlich erstmal gelutscht. New Day Rising von Özgür Dün. Okay. Falls ihr das nicht kennt, ihr Banausen. Ihr wollt Punkrocker sein, das sehe ich schon. Wir sind heute hier im Salon Hansen, Lüneburg. Das ist die dritte Veranstaltung dieser Art, die nennt sich Punks Art Dad. Also Dad wie Vater, weil wir alle alte Säcke sind und Kinder haben und auch uns mal wieder betrinken wollen. Haben wir heute hier 3 tolle Punkbands eingeladen und ich werde noch ein bisschen Musik anschließend auflegen. In Würde altern ist das Thema. Ist ja auch irgendwie das Thema von heute. Punks are dead. Damit muss man klarkommen. Und das muss man auch akzeptieren. Und das darf einen nicht davon abhalten, die wesentlichen Sachen im Leben zu erledigen. Ich rede davon, Bier zu trinken, Musik zu machen. Können wir etwas wiederholen jetzt vielleicht so? Follow you. She made it up.
das Ende ist nah, dieser Aufkleber, den ihr gerade gesehen habt. Das war so eine kleine Aktion, die ich gemacht habe mit meinem Kumpel Julian. Unsere letzte Techno-Party, die wir machen wollten in dieser Art, haben wir so genannt, das Ende ist nah. Irgendeine Frau hatte Julian mal irgendwann prophezeit, dass nach 3 Jahren ich keine Lust mehr auf Julian habe, weil ich ja grundsätzlich jemand bin, der doof ist. Und das war dann auch gerade das 3. Jahr und dann haben wir da Spaß draus gemacht und haben gesagt, wir hören jetzt auch einfach auf mit den Partys und dann machen wir auch so, ne, unser Ende ist ja eh nah, nehmen wir die Party, das Ende ist nah. Und dann wollten wir auch in der Zeitung das. Es gibt so Heiermänner, nennt sich das, und da kannst du dann so Grüße irgendwie an irgendwie Leute hier, Mausi liebt Schatzi und so Scheiß. Und da habe ich halt da hingeschrieben, das Ende ist nah und das Datum dazu. Und da habe ich noch eine E-Mail zurückbekommen, wo drin steht, unser Heiermann ist eine Rubrik für schöne Grüße und sowas könnten sie leider nicht abdrucken in ihrer Zeitung. Und ich wollte dann anfangen zu diskutieren, aber sie wollten nicht. Wir machen jetzt keine Techno-Partys mehr. Also ich glaube ich erstmal nicht. Nach 20 Jahren oder so. Es war kein würdiger Abschluss, wenn ich darüber nachdenke. Müsste ich eigentlich noch eine machen. Eine letzte. Ne? Eine letzte doch. Ich habe langsam herausgefunden, warum ich den Film mache. Ja. Nämlich, weil ich es so faszinierend finde, wie bemerkenswert frei du nach deinem eigenen Lebensentwurf strebst und dabei so unberührt scheinst. Von gesellschaftlichem Leistungsdruck oder von Boxen, in die du nicht reinpasst. Und ich glaube, gerade nach dem Abi, als ich das Gefühl hatte, man erwartet von mir, ich müsste jetzt meine eine Profession auswählen, die mich vollkommen erfüllt, war das sehr herrlich zu beobachten. Und ich habe mich gefragt, ob du das auch so empfindest und wenn ja, wie du das zum Teufel anstellst. Schwierig. Also es geht mir schon seit Jahren so. Schon seit ich in der Schule war und in der 8. Klasse von der Schule geschmissen wurde, weil ich meine 10 Jahre zu der Zeit dann auch schon voll hatte. Da ging das erste Mal los, dass ich dieses Gefühl von, ach, ich mache, was ich will, hatte. Und nein, das ist nicht, es sieht vielleicht sieht einfach aus, ist es aber nicht. Ich stoße extrem oft und immer wieder an die Grenze, wo ich sage, das geht so alles nicht. Das geht so alles nicht, ich gehe zur Bundeswehr, ich lasse mich da verpflichten und ziehe in den Krieg und verdiene damit Geld und meine Familie hat dann genug Geld und das ist dann alles toll. Und im nächsten Moment steht dann mein unsichtbares alter Ego auf, feuert mir eine links und rechts und sagt, geh weiter, Alter. Und dann, nee, man muss sich da immer wieder auf besinnen. Man muss das ganz klar als Konzept sehen, als Lebenskonzept, sonst funktioniert das nicht. Ich habe das Privileg und das große, große Glück, dass ich auf diesem wunderschönen Hof hier sein darf und in diese Familie hier eingeheiratet habe. Sonst hätte ich es nicht so schön wahrscheinlich. Aber es ist anstrengend, es ist verdammt anstrengend. Also das ist der leichte Weg wäre, sich eine Vollzeitstelle zu suchen und morgens um 8 aus dem Haus zu gehen, abends 18 Uhr wiederzukommen. Kannst du selber mal aufzählen, was für Rollen du im Moment alle gleichzeitig inne hast? Rollen? Ja, das sind immer so die Menschen, die Leute, die mir vielleicht auch bestimmte Rollen geben. So. Ich habe mal einen alten Klassenkameraden getroffen. Da war Emily gerade so ein kleiner Pöks noch im Kinderwagen. Und dann sind wir ein Stück zusammen gegangen und haben geredet. Und dann guckt er mich an und sagt, Buddy, ey, du bist ja gar nicht so. Ich sag, wieso? Er sagt, ja, immer voll drauf und immer voll Party. Ich sag, nee. Bin ich nicht, Alter. Natürlich nicht. Aber das ist die. Im Endeffekt habe ich nur eine Rolle, das bin ich. Und das ist immer so das, was die Leute denn einem so aufbürden. Ne? Fluch und Segen so, ne? Ja. Nö, ich habe nur eine.